Heute ist es soweit, wir holen uns einen Porsche 718 GT4 ab. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es geschafft. 3, 1, ab geht's. Am Nürburgring. Hi, das sind hier und willkommen zurück. Und heute ist die Stimmung auf absolutem Höchstlevel. Wir wissen ja vor ein paar Monaten mal das hier gefahren. Gucken wir mal, dass wir den gefahren bekommen. Da habt ihr ja schon rausgehört, dass ich Feuer und Flamme mit den Autos bin. Und dieses Projekt plane ich schon seit über einem Jahr. Und heute ist es soweit. Wir holen uns einen Porsche 718 GT4 ab. Ey, allein wenn ich das schon sage, bei mir zieht sich schon alles zusammen. Wirklich, ich habe die Nacht kaum gepennt. Ich bin sowas von gehypt und freue mich wirklich riesig, weil es ist absolut krank. Wenn man das so lange plant, so intensiv und macht und arbeitet hart dafür und tut, und es wird heute noch richtig wild, gerade so was meine Emotionen und so betrifft, ich warne euch schon mal vor. Ja, ich verrate nochmal noch nicht zu viel. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es genau mit dem Thumbnail mache, vielleicht wisst ihr auch schon alles, aber ein bisschen Überraschung müsst ihr mir schon gönnen. Farbe und so weiter seht ihr dann alles später. Und jetzt ist wieder so klassisch The Wolf of Passion, wie ich es eben mag. Es geht jetzt nicht nur darum, hier, wir stehen schon vor dem Porsche-Zentrum und holen ab, sondern ich möchte euch wirklich auf die komplette Reise nehmen. Denn ich habe folgenden Plan. Wir fahren jetzt mit der Bahn nach Osnabrück. Da holen wir dann den GT4 ab. Dann nehmen wir ihn und fahren nach Dortmund, essen bei Big Boost Burgers Abend. Und dann geht's weiter zur Nordschleife. Denn morgen ist Karfreitag. Und es gibt ja eigentlich keinen wirklich besseren Ort als die Nordschleife an Karfreitag. Und boah, das hat so viel Planung jetzt gekostet, dass es wirklich genau auf den Tag gefallen ist etc. Das glaubt ihr nicht. Aber ich freue mich so unfassbar, dass es jetzt geklappt hat. Den GT4 abholen, zur Nordschleife fahren, Karfreitag verbringen, abends heim, das Auto das ganze Wochenende haben. Und nächsten Montag geht er dann zum Folierer, wo er einmal komplett eingepackt wird mit Lackschutzfolie. Dann nehme ich euch natürlich auch nochmal mit. Ja, es wird einfach krass. Ich bin aber auch schon ziemlich spät dran. Jetzt packen wir mal schnell das Auto und dann geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Gepäck ist ready. Mein Bruder darf uns heute fahren. Der Jack darf weiter schlafen. Aber wir sind echt spät dran. Deswegen gehen wir Gas. Wieder mal eine geile Fahrt in dem wunderschönen CLA 35 AMG. Ich bin echt ein Fan von dem Teil. Auch innen drin. Bruder ist auch einer, der mag es, das Auto eigentlich ziemlich voll zu specken. Hier mit den AMG Performance Sitzen, mit dem Lederpaket, hier unten mit dem Ablagepaket, das Lenkrad mit den Knöpfchen und so. Ist schon sehr, sehr geil. So, da ist Platz. So, kleines Update. Die Lichter sind aus. Technischer Defekt. Die technische Leitung hier muss irgendwie jetzt ein Batterie-Reset machen. Das heißt, wir stehen jetzt erstmal noch eine halbe Stunde. Heißt aber, dass wir dann auch die Anschlussbahn verpassen. Deswegen gehen wir jetzt hier raus, buchen Sitzplätze um und nehmen dann den Zug danach, der dann direkt fährt, weil sonst müssten wir in Köln umsteigen. Dann funktioniert es. Das heißt, wir haben jetzt schon mal vorneweg eine Stunde Verspätung. Weil, wie klar, wenn ich jetzt einmal wieder Bahn fahre, wird es wieder nichts. Aber ja, gut, ist halt so. Deswegen gehen wir jetzt raus, buchen um. Trotzdem geil. Endlich, nach 5 Stunden Bahnfahren sind wir jetzt endlich in Osnabrück angekommen. Wir versuchen jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen und dann geht es mit dem Taxi schon zum Porsche-Zentrum. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind da, ey, langsam. Dann geht echt, wird echt immer krass. Ich glaube nicht, wie gehypt ich bin. Das wird jetzt so unfassbar geil. Das wird so krass geil. Ich habe da drin auch schon was Abgedecktes gesehen. Jetzt gehen wir mal vorsichtig rein. Freuen uns erstmal hier mit den Jungs an und ob das ein cooles hier mit Film und alles. Ich habe zwar schon grob mich vorangekündigt, dass ich das mache, aber ja, kriegen wir schon hin. Jetzt gehen wir gleich mal rein. Ein wunderschönen Cayenne GT in Carrara Weiß, Macan in Schwarz, Taycan 718er in Indisch Rot. Dann haben wir hier noch was Abgedecktes und da hinten sehe ich was Abgedecktes mit Flügel. Und ich glaube, das geht dann schon in die richtige Richtung. Leute, es ist soweit. Der Moment ist gekommen. Überall schöne Autos, aber ich schwenk mal rüber. Da ist er. Oh, mein Herz bebt. Ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen. Der 718 GT4. Oh,
Mein Herz, wirklich, mein Herz. Das müssen wir jetzt erstmal anfassen. Oh, das erste Mal, Leute. Dieser romantische Moment. Ich will jetzt hier nicht so richtig rumbrüllen, aber ich muss mich gerade schon stark zurückhalten. Ist das nicht krass? Ist das nicht einfach eine wunderschöne Form? Ich hoffe, ich zitter auch nicht allzu arg. Meine Güte, hey. Meine Güte. Ja, lange Reise, aber jetzt sind wir endlich da und ich kann es nicht glauben. Riesendank hier auch ans Porsche-Zentrum Osnabrück für die Geduld halt auch mit mir, ne? Muss man wirklich sagen. Aber wir machen jetzt hier keinen Sneak Peek hier mit mal ein bisschen Lupfen. Ich würde sagen, wir tun es einfach schon komplett abziehen, die Folie. Ich bringe auch gleich schon mal hier Nils Stöver, den Mann des Vertrauens. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an dich. Immer gerne. Es war wirklich krass. Ganz, ganz, ganz lieber, netter Mensch. Und deswegen halt auch nochmal hier mir meinen Traum zu erfüllen. Und ich kann euch wirklich sagen, die Spec ist absolut episch. Ich habe lange gesucht nach einem und er hat wirklich die perfekte Spec. Und deswegen, jetzt ist es soweit. Ich will selber. Ich zieh selber ab. Nee, ich stehe vorne. Ich gebe die Kamera jetzt dieses Mal weiter. Du ziehst ab, ich stehe da. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam. Der erste Blick auf den neuen Wegbegleiter. 3, 2, 1 und ab geht's. Oh. Oh mein Gott. Er ist perfekt. Heilige Scheiße. Auf den Fotos, jeden Tag, auf den Fotos bin ich schon abgegangen, aber live ist es ja nochmal anders krass. Ich kann es echt nicht glauben. Ich muss kurz einen Moment klarkommen. Moment. Meine Fresse, die Bremse. Guck dir die Bremse an. Perfekt. Und Leute, gleich gehen wir noch durch die komplette Spec. Und da haben wir die. Vielen Dank für die Magic Keys. Geschenke sind vorne drin. Ja, wir haben noch zwei kleine Geschenke dazu. Beinhaltet auch vier. Von zwei weißt du noch nichts. Also zwei weiß ich, weil beinhaltet auch den Schlüssel. Sekunde, ich hab's gleich. Erste, was ich sehe, was ist so krass? Erstmal den Stance hier in dieser Passage. Guck mal. Welchen Hersteller hat man, der direkt schon abwägt, so einen geilen Stance bietet? Ne? Also die Felge, wie weit die rauskommt, hier zum Radkasten, das ist einfach perfekt. Innen drin, die gelbe Nähte. Oh mein Gott! Komm, wir legen einfach schon mal direkt los mit der Spec. Also hier, Porsche 718 GT4, Außenfarbe Kreide. Eigentlich ist er voll. Von der Spec eigentlich ziemlich voll. Also es gibt kaum Sachen, was er nicht hat. Deswegen beginnen wir eigentlich schon mal direkt vorne. Wir haben hier das PDLS Plus Porsche Dynamic Light System. Wir haben hier Felgen in schwarz lackiert. Wir haben die PCCBs, Porsche Carbon Keramik Bremse, was mir auch wirklich wichtig war. Guckt euch mal an, wie riesig diese Bremse einfach ist. Ne? Noch völlig, vollkommen überdimensioniert, aber ich finde, das ist halt genau gerade das Geile an der Sache. Wir haben sogar die einklappbaren Spiegel mit Tür-Vorfeldbeleuchtung. Was haben wir denn noch hier außen? Wir haben hier das Porsche-Zeichen in schwarz. Jetzt das allererste Mal. Nee, das will ich von vorne angucken. Das ist auch erst zu hell, sonst würde die Leute. Das ist zu hell, genau. Guck mal rein. Ist einfach die perfekte Spec. Wir haben die 918 Vollschalensitze hier, wir haben das Clubsportpaket, wir haben Vollleder mit gelbem Stitching, wir haben Bose Soundsystem, wir haben das Carbon-Interieurpaket, wir haben sogar die belederte Lenksäule, was mir auch immer sehr wichtig war. Man hat einfach den Blick vorne und es gibt so ein wertiges Gefühl. Wir haben die weißen Ziffernblätter, sowohl beim Tacho als auch im Sport-Chrono-Paket, also oben an der Uhr. PDK brauchen wir jetzt, glaube ich, ja, natürlich Riesendiskussion, ob PDK oder manuell. Ich benutze es, das ist mein einziges Auto, deswegen war ich echt super froh über PDK. Wir haben das Porsche-Wappen hier in der Mittelkonsole, Apple CarPlay. Er hat auch Tempomat, weil das kostet tatsächlich beim 718 Aufpreis. Ein Rennwagen, ne? Ja, genau. Mein Gott, ist dieser Innenraum schön. Der kommt. Lass ihn mal rein. Oh mein Gott. Der Geruch. Und man fühlt sich wie zu Hause.
Es gibt keinen geileren Innenraum gerade, wirklich. Also, vor allem gibt es keinen geileren Sitz. Ja. Keine Ahnung, wie Porsche es macht. Jeder, egal ob 1,50 Meter oder 2 Meter, egal ob 50 oder 100 Kilo, jeder sitzt geil in dem Sitz. Ja. Und vor allem, man glaubt es gar nicht, du kannst in diesem Sitz wirklich 500 Kilometer fahren, ohne Rückenschmerzen. Ist auch so. Und da gab es ja auch einige Theorien, weil da du halt so stabil sitzt, ist es auch eine gesunde Position. Und ich glaube, deswegen hält es halt auch so lange aus. Und wie gut man hier drin sitzt, das gibt's nicht. Oh, dieses Leder hier. Mein Gott. Dieses Foto, wo ihr gemacht habt, dieses Leder mit dem Stitching, mit dem Carbon und dem, das haut mich so weg. Das haut mich so weg. Genauso wie hier das weiße Zifferblatt hier oben. Das war auch nochmal Aufpreis. Das sieht ja so dermaßen geil aus einfach. Warte, ich nehme es einfach nochmal hin. Meine Sicht, die ich gerade habe, das kommt gar nicht drauf klar. Hier, das, was ich meine. Leder, Naht, Carbon. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht lange so ein riesen Porsche-Fan, weil ich immer dachte, ja, warum gibt man so viel Geld für ein Auto aus, was man doch relativ häufig auf der Straße sieht. Aber das Problem ist, Porsche ist da einen richtigen Arsch. Du setzt dich einmal rein in den Bock und der grinst dich quasi schon an und sagt so, ja, wirst schon merken dann, ne? Und dann steigst du einmal ein, machst das Ding an, dann weißt du eh schon, was los ist und dann bist du süchtig. Und genauso hat es mich auch erwischt. Aber ich bin nicht in der WhatsApp-Gruppe, ne? Also nicht, dass ihr hier meint. Was haltet ihr von der Spec? Schreibt es gerne mal drunter, wirklich. Was ich halt immer sehr geil finde, ist, wenn du einen Heckspiegel hast und du daran den Kopf auf und zu machst, ne? Und der ist groß, ne? Und wir haben einfach zwei davon. Das ist das Geile. Das ist halt Porsche, ne? Das ist super verrückt, du hast hier einfach Fächer. Da kannst du einen Liter Öl reinpacken oder wie auch immer. Ja, Bombe, ey. Auto, du wirst wahrscheinlich auch irgendwann damit machen, also so ein Auto musst du mal auf der Rennstrecke liegen. Weil dafür ist er gemacht. Morgen. Dafür ist er gemacht. Das ist der Reifen gemacht. Genau. Unsere Autos sind halt wirklich dafür gemacht. Ja. Und sie halten es halt. Ich sag auch, das ist so die einzige Marke, wo es so solide anbietet für Rennstrecke fahren. Ich sage, ich bin aus Gleiche. Und bei der Keramik habe ich auch lange überlegt, ob ich es mache, weil natürlich ist Risiko da und dann wird teuer, wenn mal was passiert, ist natürlich ganz klar. Aber ich habe mich dann nochmal umgeschaut und irgendwie habe ich auch gesehen, dass irgendwie die meisten Jungs, die auf der Nordschleife unterwegs sind mittlerweile und bei Mantel unterwegs sind, die haben gefühlt irgendwie alle PCCBs drauf. Dann habe ich mal dem Alex Hart tatsächlich auf Instagram geschrieben, der ist ja auch ein GT3 RS, den er hauptsächlich, so wie ich weiß, auf der Nordschleife benutzt mit PCCBs geholt. Und dann habe ich dann mal gefragt, wie er so die Langlebigkeit sieht. Und er sagt so, also bei ihrem Manta-Entwicklungsfahrzeug, glaube ich, hat er gemeint, nach 45.000 Kilometern nur Nordschleife haben sie mal vorsorglich die Scheiben gewechselt. Denke ich mal so, wollen wir gar keinen Stress machen. Der ist ja auch viel leichter und langsamer so gesehen. Ne? Also, im Normalfall wechseln wir Scheiben oder Klötzen aufgrund von Alter, das ist wirklich so. Ja. Meide die Kiesbetten, dann hast du mehr Spaß damit. Ja, genau. Das ist halt das Einzige, ne, was so eine Bremse killen kann, wenn die richtig Temperatur hat und dann ins Kiesbett rauscht, da fliegt ein Stein gegen. Und jetzt schauen wir mal vorne rein. Ne? Oh, okay. Ja, einmal, das habe ich mir gewünscht, das ist nämlich was er nicht hatte. Und das runde das ganze Paket nochmal ab. Einmal den Porsche Exclusive Tankdeckel. Geil, oder? Den bauen wir noch ein. Viele Leute werden sagen, was ein Schwachsinn. Ja, aber geil. Mega. Also ich erfreue mich bei jedem Tanken. Ich vergesse immer, dass ich den habe. Genau. Und in dem Moment, wo ich den Tankdeckel aufmache, gucke ich rein und denke, ah, geil. Ja, ich sag immer, du tankst doch eh oft genug so ein Ding, ne? Ja, ja. Also ich meine, also. Und dann haben wir hier einmal noch die Kreide-Schlüsselkappen. Geil, dass es dann eben matcht. Da musst du nur sagen, ist es die richtige Farbe. Bei dem anderen musst du sagen, kannst du es gebrauchen. Guck mal rein. Ja, moin! Schwarz ist gut. Geil. Mega, vielen Dank. Schau mal hier rein. Nach oben anheben. Mhm. Ich halt's schwer. Ja, richtig schön. Und danach musst du erkennen, was man damit machen kann. Also, es sieht mir aus nach einem Centerlock. So ist es, richtig. Quasi, steht auch drauf. Aber erkennt man ja auch. Und ist super schwer. Ja. Krass. Also, ein Flaschenöffner. Alter! Aber halt richtig massiv, ne? Das ist halt das Geile, ne? Ist richtig wertig. Das ist mal ein richtiger Flaschenöffner. Ja. Wie geil! Cool, ne? Ich melde mich gleich nochmal. Da haben wir es gleich noch installiert hier. Den Exclusive Tankdeckel, geil. Und hier, schaut mal. Mega, oder? Zum Auto. Warte, gehen wir nach hinten. Ah. Okay, Auto ist abgenommen, Auto ist da, Auto ist perfekt. Jetzt würde ich sagen, jetzt laden wir mal ein. Ich bin mal gespannt, wie geil wir das alles reinbekommen. Rein. Das lassen wir mal so stehen. Mein Plan war nämlich, den Trolley da vorne reinzumachen, dass er nicht so gut fliegt.
Guck mal, wie viel Platz da ist. Ohne Scheiß. Ich hätte gedacht, der geht gerade so rein, aber der ist ja da fast schon verloren. Warte mal. Ja, moin. Da kriege ich ja noch die Tasche rein. Ist der Hammer. Immer alles vorne rein, dann ist die Vorderachse schwerer. Richtig. Machen wir mal zu. GT3. Das ist mir too much. Sicherheitshalber habe ich mir noch mal kurz eine Tube Öl mit dazu genommen. Gute Mobil 1. Geil. Ja, besser haben als brauchen. Ja, auf jeden Fall. Danke. Jawollo. Aber wie gut, ne? Mhm. Geil. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ihr Antrieb, ne? Wir haben hier den 4 Liter Boxer 6-Zylinder Sauger, 420 PS und 430 Newtonmeter. Aber bitte nicht verwechseln, dass man in den meisten Berichten hört 420 Newtonmeter. Das ist nur bei den Handschaltmodellen. Hier haben wir einen PDK und die haben 430 Newtonmeter. Das ist halt auch Bombe, ne? So ein relativ überschaubares Auto mit 4 Liter. Jetzt geht's gleich auf die Straße. So Leute, der Moment ist gekommen. Der erste Start und die ersten Meter, die wir jetzt wollen. Mit dem neuen Auto. Der schönste Moment, was auch wirklich nur ein Porsche kann. Dieses rein, Zündung an. Okay, wir sitzen drin. Ich bin immer noch so ein bisschen überfordert mit allem, gebe ich zu, so mit den ganzen Eindrücken. Aber wir sitzen drin in meinem neuen Porsche 718 GT4. Ich kann es echt noch gar nicht begreifen. Jetzt also nochmal an. Boah. Direkt Klappe am Boden. Hin, zack. Den gelben. Sich festziehen. Ganz schön tief in den Sitzen. Ne? Ich glaube, ohne Witz, das erste Mal, dass ich glaube sogar ein bisschen nach oben gehe. So ein kleines bisschen. Ey, also, das klingt schon richtig Bombe, hey. Boah. Das erste Mal befüllen. Mega. Jetzt haben wir wirklich die finalen ersten Meter. Tank ist jetzt voll. 384 Kilometer Reichweite zeigt er an. Jetzt haben wir so das erste Bremsgefühl. Das erste Mal, dass ich eine PCCB fahre, tatsächlich. Also bei der Stahl muss man wirklich deutlich mehr reindrücken. Bei der muss man auch schon mehr Pedaldruck aufwenden, wie jetzt bei anderen Keramiks, die ich gefahren bin. Aber trotzdem deutlich besser als bei Stahl, definitiv. Ja, und was spürt man direkt, wie rau halt alles ist. Ne? Du hörst diesen mechanischen Motorsound, der ist deutlich lauter, als ich dachte tatsächlich. Es fühlt sich alles traumhaft an. Ich sitze so unfassbar gut. Das ist gerade echt ein Traum. Ich kann aber auch jedem empfehlen, groß träumen, war auch immer mein Ding, groß träumen. Ist zwar dann sehr anstrengend, aber Träume werden wahr, auf jeden Fall. Und Wendekreis ist auch gut, wirklich gut. Geil, ey, diese Saugercharakteristik, hey, Bumme. Leider geht die Klappe ja dazu bei den niedrigen Geschwindigkeiten. Da gucken wir aber auch, dass wir dem ein bisschen entgegenwirken in Zukunft. PDK funktioniert halt super, ne? Du spürst halt nichts. Und allein dieses Gefühl, darauf habe ich mich gefreut. Du steigst ein, machst den Motor an und dann den hier. Oh, mein Gott, ey. Aber krass, wie komfortabel der eigentlich fährt, ne? Also ist mal ohne Scheiß. Immer für einen Rennwagen. Klar, wahrscheinlich wird es jetzt im Video ziemlich wackeln, aber ich finde nicht, also ich finde nicht, dass sich das wirklich hart anfühlt. Gar nicht. Erster Stop hier auf den E-Tankstellen. Jetzt gerade noch ein Kumpel mit seinem wunderschönen Macan GTS in Kaminrot dazugestellt. Auch wunderschönes Auto, ne? Richtig geil. Auch wenn man innen reinguckt. Ziemlich gut Respekt, ne? Auch mit dem Kaminroten Ziffernblatt hier, mit dem Lederpaket.
hinten sitzen und so. Echt schön, wirklich schön. Geil. Ja, und jetzt geht's für uns gleich weiter. So, und jetzt wird's ein bisschen actionreicher. Wir fahren jetzt nämlich auf die A1. Das allererste Mal hier in dem Auto. Generell das erste Mal für mich in einem GT wahrscheinlich auf der Autobahn. Wir gehen auch mal direkt in manuell. Ein paar Gänge runter, Auto ist warm, Auto ist eingefahren. Deutlich lauter als ich dachte von dem, ne? Okay, müssen wir mal warten, bis die Baustelle vorbei ist. Dann können wir nochmal schauen, aber das PDK, ne? Ja, das ist halt perfekt, ne? Also, jeder hat nichts über den PDK, ne? Boah, klingt das geil. Jetzt gehen wir zurück in 3. Auch einen pinken Huracan. Das wird der vom Hilo Performance sein wahrscheinlich. Sieht aber relativ voll aus. Boah, sieh, guck mal, wie wild der aussieht. Ist alles voll, ne? Ist voll. Stellen wir uns halt vor das JP Performance Gebäude, ha? Geil. Oh mein Gott, ist das geil, das Auto hier zu haben. Aber genau dafür habe ich ihn gekauft, ne? Viele Kilometer machen, viele schöne Erinnerungen zu haben, die Welt zu erkunden. Einfach nur cool, hey. Geil. Hier an der Werkstatt von JP Performance. Da drüben haben wir Big Boost Burgers. Jetzt lassen wir uns mal schauen, was wir hier alles noch haben. Hier haben wir die schwarze MK4 Supra. Hier haben wir sein McLaren 27S. Richtig, richtig, richtig geil. Guckt euch das Ding an, ne? Boah, so ein UFO. Dann haben wir hier noch den 964 Turbo. Sieht man nur so ein bisschen aus. Spiegel leider ganz schön. Und ja, das war's dann auch schon. Ne? Der Rest wird wahrscheinlich drüben stehen. Gehen wir gleich mal rüber. Ja, gehen wir was essen. Jetzt werfen wir noch mal einen genaueren Blick hier auf den Lamborghini Huracan. Meine, wie gesagt, er ist von Hilo Performance. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Es kommt so krass. Es kommt einfach so krass. Mega. Mega, oder? Richtig geil. Und da sind wir bei Big Boost Burgers, umgeben von traumhaften Autos. Hier mal begonnen von seinem Golf 2 GTI Fire in Ice. Mit diesem wunderschönen Carbonbreitbau hier, ne? Mittlerweile Straßen zugelassen. Sehr, sehr geil geworden, ne? Dann hier sein Audi Urquattro Projekt. Richtig, richtig geil. Hier mit dem Turbofan. Gefällt mir richtig gut. Da hinten das Extremprojekt Nissan GT-R, der Ursprung von der Firma. Wahnsinn, oder? Einfach nur Wahnsinn. Was sind das denn für Reifen, ne? R888, Dimension 315, 30, 20. Boah. Nur mal einmal außen rum. Brutal das Teil, ne? Dann hier wieder sein E30 M4 Projekt. Bedeutet, hier haben wir tatsächlich den kompletten Antriebsstrang von dem BMW M4. Also den 3 Liter Biturbo, Reihe 6-Zylinder. Er hat sogar geschafft, die originale Keramikbremse unterzubringen. Ne? Wahnsinn, ne? Das sieht wirklich krass aus. Ich dachte, bei mir sieht schon wild aus, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Richtig geil. Dann auch hier mit der Recaro Pole Position, die den gleichen Stoff haben wie die Rückbank, wie man sieht. Sehr, sehr geil. Und hier dann natürlich mit dem M4 Lenkrad, M4 Tacho, dass das alles auch funktioniert mit dem Doppelkupplungsgetriebe. Sehr, sehr geil. Dann hier den Too Crazy Toyota GT86 mit 2OZ Motor. Wirklich ein Kunstwerk. Echt geil. Und hier 996 GT2. Hammer Auto einfach. Wirklich so geil. Innen drin auch mit den Vollschalensitzen, dem kompletten Käfig hier zwischen den Beinen, ein Riesenfeuerlöscher. Das ist nochmal eine Nummer extremer hier, ne? Krass. Wirklich krass. Ja, sieht schon sehr geil aus. Und auch unfassbar schnell das Teil. Trotz des Alters. Ja, gehen wir weiter. Dann haben wir hier noch den 993 in RS-Optik. Wunderschönes Projekt. Audi RS2. Richtig cool. Und hier drin haben wir noch einen E36, wie ich sehe, und seinen Taycan. Geil. Dann hier, wie gehabt, seinen halbierten Golf 2, der als Lichtspender dient hier für den Billardtisch. Sehr, sehr geil, ne? Ja, und hier gibt's eben Essen. Stellen wir uns mal an. Lecker war's. Kleines Souvenir. Ja, weiter geht's. Und weiter geht's. Wir haben auch gerade noch rausgefunden, durch das, dass der Motor hinten ist und die Abgasanlage, sind die Jacken auch immer richtig schön warm, wenn man sie dann rausnimmt. Aber machen wir mal zu. Aber immer geil, ne? Am Spoiler den Kofferraum zumachen. Ich bin tatsächlich einer, der sich immer reinquält, ohne den Sitz nach hinten zu machen. Opa. Aber man bleibt halt schon hier ziemlich hängen. Aber naja, egal. Jetzt irgendwie der Schlüssel rein. Zack. Und Start. Jawollo. So. Hier links sehen wir schon überall die Leute am Camp für morgen, für Karfreitag. Da vorne rechts schauen wir hin, da ist so ein riesen Scheinwerfer. Weil da ist quasi Eingang Brünnchen-Parkplatz. Okay, da ist tatsächlich gesperrt. Krass, aber wirklich schon überall super viele Leute, die heiß sind auf morgen. Mega, mega geil. Bedeutet aber auch, wir haben so nur 5 Minuten und dann sind wir endlich im Hotel hinten. Geil. Hier haben wir die gute Ed. Ja, zu. Guck mal hier, sogar das Audi-Sportschild hier beim Ziel von Bridge to Gantry, von der Bridge to Gantry-Messung ist es quasi das Ziel, also Messende. Hier rechts haben wir jetzt die Döttinger Höhe. Da haben wir schon den ersten Nürburgkreisel. Fahren wir mal weiter. Ich hoffe ja sehr, dass das Schild vorne, das Nürburgring-Boulevard-Schild leuchtet. Hier haben wir das Ringwerk mit dem Hochseilgarten. Im Dunkeln, ja, wird wahrscheinlich nicht viel sehen. Ach Leute, schaut es euch an, Deck. Oh. Was Wildes, hä? Klick nach V6. Oh, RS4 B5. Mega. Aber wie gesagt, Leute, der Cayman GT4 ist zu Hause am Nürburgring. Wie geil ist das bitte? Ist das geil. Ich mache mir hier Weitwinkel wieder. Sieht das nicht geil aus? Ey, mega. Wie geil. Und es kam direkt ein weiterer 718 GT4 dazu. Gleich zwei an einem Bunde hier am Nürburgring-Schild. Mega, in wunderschönem Indischrot. Geil. Ah, mega. Richtig geil. Jawohl, weiter geht's. Und da sind wir, liebe Leute, am Hotel Lindner. Schauen wir da vorne. Fahren wir uns auch mal direkt hier vors Loch und laden mal aus. Da können wir auch noch ein schönes Bild machen.
Ist zwar ziemlich dunkel, aber hier spotte ich schon mal eine Lotus Exige. Da vorne eine 991 GT3. Da hinten haben wir noch einen wunderschönen 991 GT3 RS, wie man im Flügel erkennt. Sehr, sehr geil. Ja, hier sind wir. Schnell ausladen, Auto parken, schlafen und morgen geht's weiter. Boah, den muss ich nochmal schnell filmen. Einfach Miami Blauer 991.1 GT3 RS mit den goldenen Magnesiumfelgen. Meine Güte, Rechtslenker. Krass. Boah, ist der geil. Miami Blue gehört ja so mit zu meinen Lieblingsfarben. Das wäre eigentlich genau mein Spec hier. Ah, oh, Leute, ein perfekter Tag endet. Aber es wäre auch eine Lüge, wenn ich sagen würde, es wäre nicht anstrengend gewesen. Ich bin wirklich komplett am Ende. Ne? 6 Stunden Bahn fahren und dann die riesen Gefühlsorgie hier bei der Abholung von meinem neuen Traumwagen. Ich bin immer noch hin und weg, gerade auch als er da vorne stand bei dem Nürburgring-Schild. Da gehört er einfach hin. Ich bin so dankbar für alles, bei allem und jedem. Ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen. Es ist wirklich immer noch krass und surreal. Ach, morgen geht's weiter. Morgen ist Karfreitag. Ich freue mich riesig und das seht ihr dann im nächsten Video. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wirklich aus ganzem Herzen vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank für all euren Support, für euer Dasein, für eure guten Vibes etc. Ich bin wirklich, wirklich dankbar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.